Ich habe echt so eine Vision, dieser Imagefilm, das wird mein Masterpiece dieses Jahr, ich sag's dir. Und die Vision wäre? Großes Kino, fette Bilder. Der Soundtrack ist mir ganz wichtig. Es lebt von den Menschen hier. Weißt du, Geschichten von zerbrochenen Seelen. Die Storys müssen packen, weißt du. Lass uns loslegen mit der Recherche. Morgen. Hallo, hallo. Florence. Hi. Alexander. Hallo, Stefanie. Hi. Ich liebe die Folie. Darf ich mal kurz? Osman. Hallo. Sie. Wie gefällt es dir hier? Es gefällt mir sehr. Gut, sehr gut. Super. Bin zufrieden. So rein von den Möbeln, meinst du? Eine sehr gute Frage. Mein super Bürostuhl von der Giroflex, mega bequem. Sie haben sehr familiäre Stimmung, wie in einem Kleinbetrieb. Anlässig drauf. Wir haben immer eine gute Zeit zusammen, ja. Wir haben sogar höhenverstellbare Tisch. Darf ich aufsteigen? Lieber nicht. Ach so. Wie viele Schritte legst du zurück am Tag? Also normalerweise 20.000. Einmal scannen. Ist nur noch eins drin. Oh Gott, ich kann hier anfangen. Bam! Und würdest du sagen, es ist abwechslungsreich? Ja, es ist kein Tag wie der andere. Plus minus immer das Gleiche. Okay, aber mit sowas kommst du gut klar, wenn du... Ja, ich habe kein Problem. Jeder Tag ist eigentlich anders. Sehr actionreich, sehr spannend. Ich habe da auch verschiedene Tätigkeiten. Du schaffst eigentlich nie mit dem gleichen Produkt zusammen. Und gibt es irgendwie auch mal so interne Wettbewerbe oder so? Also wer am schnellsten... Okay. Also Mitarbeiter selber schon. Natürlich. Mitarbeiter vergleichen sich schon öfter. Wie oft passiert hier ein Fehler? Natürlich, täglich. Also wir haben schon Fehlerquoten, die wir dafür machen. Nicht hoch, dachte ich mir. Wenn es Sachen gibt, die dir auffallen, die optimiert werden könnten, hast du irgendwie Mitspracherecht? Wir haben auch Mitspracherecht, ja. Wir haben nächstes so das KVP-Konzept. Die Abkürzung für? Kaizen. Genau. Kaizen-Prozess, ja. Habe ich euch doch ertappt, okay. Also jederzeit, wenn ich etwas sehe, wo ich das Gefühl habe, das könnte man besser machen, kann ich die Idee vorbringen. Die Karten werden dann von einem Teamleiter angenommen, ja, bearbeitet und im besten Fall umgesetzt. Oder mit einer Begründung natürlich am Mitarbeiter zurückgewiesen. Hast du da schon was eingegeben? Nein. Einmal, ja. Ja? Und wurde es umgesetzt? Nein. Was ich durchgebracht habe, puh, einfach ganz konkret. Und früher haben wir das alles ausgedruckt und auf ein Blatt Papier geschrieben. Und dann habe ich gefunden, wieso tun wir das nicht zentral irgendwo speichern, auf einem Server oder irgendwo in einem Ordner und dann die Liste im Excel halt bearbeiten, anstatt ausdrucken. Good job! Dann halte ich dich gar nicht mehr länger auf. Alles gut, kein Problem. Innovatieren. Und, innovatieren, genau. Sehr gerne, danke schön. Tschüss. Hat mich gefreut. Tschüss, wie seid ihr denn? Gute Reise noch.